Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Es gab eine Zeit, da war der Mensch mit der Natur verbunden und hat im Einklang gelebt. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark davon entfernt und sind von vielen materiellen Dingen im Außen abhängig geworden. Und wie wir es vielleicht Stück für Stück schaffen, wieder den Verbund zur Natur zu bekommen, das erfahren wir heute von unseren Survival-Experten und freuen Sie sich auf eine tolle Sendung. Bis gleich. Hallo, lieber Nikolaus, schön, dass du da bist. Ja, man hat ja heutzutage wirklich so die Situation, wo die Menschen so aus der Mitte gerissen worden sind, ja, und haben sich so ein Stück weit auch so das Gefühl, dass sie sich verloren haben, ja, und dann ist ja da ein Ansatz, so in der Natur wieder sich auch wieder selber zu finden, vielleicht auch eine gute Möglichkeit, oder? Ja, ich bin heute zum Glück nicht alleine hier. Ich habe noch zwei Profis auf dem Gebiet mit dabei. Auch zwei Survival-Trainer, Survival-Experten, die sich einfach seit vielen Jahren mit der Materie Naturverbindung auseinandersetzen. Und was ich einfach merke, ist, dass in der aktuellen Situation ganz, ganz viele Menschen an ihrem Limit sind, außerhalb ihrer Komfortzone, außerhalb von dem Bereich, wo sie zu Hause sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie in ihrer inneren Mitte sind. Und da würde ich vielleicht gerne an die Karin übergeben, was da einfach gerade unser Ansatz auch ist. Ja, also ich habe gemerkt in unseren Kursen speziell, was für Leute kommen, mit welchen Problemen und was mich auch motiviert hat, weiterzumachen und sagen, ich will auch so ein bisschen eine Hilfestellung sein in der Zeit, wo es viele Menschen so hin und her beutelt. Und ich habe festgestellt, dass die aktuelle Situation bei den Menschen vor allem die Urängste triggert. Ne? Also Angst vor Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor Ausgrenzung. Und naturgemäß ist ja so, dass unser Gehirn, das hat ja so einen uralten Kern. Ne? Ich bin jetzt kein Hirnforscher, ich kann es nur ganz einfach erklären. Ne? Aber dieser Teil des Gehirns reagiert in so einem Angstzustand eigentlich nur auf Flucht und Angriff. Mhm. Und es umgeht unser kognitives, rationales Denken. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, eigentlich Lösungen zu finden, kreative für Probleme einen Schritt zur Seite zu treten und zu schauen, ist es richtig, wie wir reagieren. Ne? Mhm. Ja, und da sehe ich halt einen ganz wichtigen Ansatz, auch in unserem Training jetzt, weil wir eben auch Trainings haben, die auf das richtige Mindset abzielen. Zum Beispiel, wie trainiere ich mein Mind? Ne? Also setze ich mir ein großes Ziel, wie zum Beispiel die Evaluation, und wie breche ich das runter in umsetzbare Ziele, indem ich vielleicht jeden Tag einfach Feuerball oder kleine Schritte mache, die umsetzbar sind. Ne? Das ist jetzt so der Mind. Ne? Und wir versuchen ja auch, mit dem Mind die Probleme zu lösen in unserer Welt, die wir geschaffen haben jetzt, wie die Umweltzerstörung und so weiter, das sind ja Riesenprobleme. Und wir versuchen, die alle mit den gleichen Methoden zu lösen, wie mit denen wir sie geschaffen haben. Also sprich, wir versuchen, die fossilen Brennstoffe jetzt zu ersetzen mit Elektroenergie zum Beispiel. Ne? Und bedenken wieder nicht, was das für katastrophale Folgen für die Umwelt hat, weil wir eigentlich unseren Lebensstandard so halten wollen, wie er ist. Und warum ist der passiert? Weil wir durch unsere Werbestrategie künstliche Bedürfnisse geschaffen haben, die wir gar nicht hatten. Ne? Wir wären nicht auf die Idee gekommen, das alles zu brauchen, wenn es uns nicht daran suggeriert worden wäre. Und jetzt sind wir abhängig davon. Ja, und so kommen wir nicht mehr raus aus dieser Nummer. Das heißt, wir brauchen noch eine andere Ebene, und die sehe ich mir auf der spirituellen Ebene. Das wäre die dritte Ebene des Bewusstseins. Ich bin ja auch Meditationslehrerin, und da trainieren wir ja bewusst, einen Schritt zur Seite zu gehen, um an dieses göttliche Bewusstsein anzuknüpfen, wo eigentlich die kreativen Ideen herkommen. Ja. Ich fand das ja so faszinierend, als ich in der Basisausbildung bei dir war, da hatte ich eine Frau dann kennengelernt, die war voll in ihrem Element, ja, also auch ausgerüstet und mit der Natur verbunden. Und ich dachte, okay, die lebt es schon ihr Leben lang, das war für mich klar, die ist voll. Und auf einmal sagt die so, nee, ich komme aus dem Bankenwesen und ich habe bis vor ein paar Monaten mich noch desinfiziert und hatte Angst vor jedem Käfer und habe aber hinter die Kulissen geschaut, was da so passiert, und wusste, okay, das Ding fährt gegen die Wand. Entweder du lernst jetzt in der Natur zu überleben oder du bist verloren. Und die kam dann über die Angst, aber als ich sie kennengelernt habe, ein paar Wochen später, ich weiß nicht, die war relativ am Anfang, hat die aber schon so
so einen Eindruck gemacht, als ob die nichts anderes gemacht hätte, außer Survival. Also es war faszinierend. Und das ist genau das Thema, dass warum haben wir diesen Konsum und künstliche Bedürfnisse heraufbeschworen oder mir fällt das Wort nicht ein. Ja. Warum sind die da? Weil jeder will gerne Anerkennung, Aufmerksamkeit haben. Mhm. Über Geld bekommt man das sehr viel, dass man sich seine Träume verwirklichen kann, dass die Leute zu einem aufschauen. Dafür muss man aber was erwirtschaften. Dadurch muss man irgendwas verkaufen, um mehr Geld zu bekommen. Das heißt, jeder versucht irgendwo noch mehr Marketing zu machen, noch mehr Bedürfnisse zu schaffen. Und wir produzieren, wie es die Natur auch im Sommer macht. Schau dir einen Apfelbaum an. Das sind nicht 5 Äpfel, sondern ein schöner Apfelbaum ist ganz voll mit Äpfel mit Fülle. Das heißt, wir sind gerade im Sommer von der Gesellschaft. Aber nach jedem Sommer muss auch ein Herbst kommen, wo es wieder in die Gegenrichtung geht. Es muss ein Winter kommen. Und im Winter müssen die ganzen Blätter abfallen, muss alles runterfallen, die Früchte, damit neue Samen sprießen können und im Humus der alten Blätter, der entsteht, wachsen können und dann ein neues Jahr beginnen kann, ein neues Zeitalter. Und wenn man dieses schöne Bild der Natur anschaut, dann sieht man auch bei uns, wir sind jetzt im Sommer, aber es muss weitergehen. Und wir können nicht dauernd weiter produzieren und konsumieren und konsumieren. Mhm. Sondern ich glaube, wir müssen raus aus dem Ego. Und es geht, glaube ich, in den nächsten Schritt in das Gemeinschaftsdenken, dass ich mich als Person zurücknehme. Ich habe gezeigt, was ich kann. Ich habe gezeigt, dass ich einen Ferrari fahren kann. Mhm. Und jetzt geht es aber in die Richtung, wie kann ich denn wieder in die Einfachheit kommen, mit wenig zufrieden und glücklich sein und wirklich einfach an mir arbeiten als Person, dass ich nicht die ganze Zeit mir gierig noch mehr Anerkennung holen muss, sondern wie kann ich wirklich ins Erwachsensein kommen, gell? Und da finde ich auch eine schöne Überleitung an dich, Marian. Du hast ja wirklich Penthouse-Firmen aufgebaut, Banker, Anzug, also wirklich so diesen Lifestyle gelebt. Und hast ja dann eben, glaub ich, den härtesten Switch von allen hier, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, muss man nicht bewerten, für wen es am härtesten war. Aber nein, den größten, keine Ahnung, ja, aber. Ja, ich musste vorher schmunzeln, als du von der Bankerin gesprochen hast, weil ich ja auch aus dem Finanzsektor eben komme. Und ja, unzufrieden war in dem Bereich. Und dann über ein paar Zufälle oder Nicht-Zufälle, wie auch immer man das sehen möchte, eben in die Naturthematik wieder reingekommen bin. Wir nennen das Ganze Survival. Da definiert jeder irgendwas anderes damit. Und so spüre ich die Natur heute wieder, diese Verbundenheit. Ich merke genauso schnell, wie es wieder weg ist. Wenn man nur eine Woche lang wieder den anderen Dingen hinterherläuft, ist man sofort wieder getrennt. Also das ist nichts, wo ich mal eine Entscheidung habe, dann mache ich ein paar Trainings und dann lebe ich jetzt ein anderes Leben, sondern das ist kontinuierliche Arbeit, kontinuierliches Hinterfragen. Was mache ich denn heute? Wo zieht es mich hin? Warum mache ich das Ganze? Die wichtigste Frage überhaupt. Mhm. Und dieses Warum gilt zu definieren. Warum mache ich was? Nicht wie komme ich irgendwo hin? Und du hast vorher was Schönes gesagt mit dem Thema Komfortzone. Wir haben heute natürlich eine sehr, 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 sehr beschränkte Komfortzone uns erarbeitet. Wir müssen heute nicht mehr aufmerksam sein, wo, weiß ich nicht, ein Lux lauert oder sonst irgendwas, sondern unsere Komfortzone ist heute unsere Couch und die einzige Entscheidung, die ich treffen muss, ist, was gibt es heute Abend zum Abendessen? Mhm. Und das ist das, wo wir als Gesamtheit der Menschheit, glaube ich, an dem Punkt angelangt sind, der eine gewisse Unzufriedenheit ausstrahlt. Und äußere Umstände, glaube ich, das jetzt nur anträgern. Und positiv betrachtet kann man diese äußeren Umstände als Rückenwind hernehmen. Wirklich zu sagen, ja, wo zieht es mich denn hin? Wo ist denn meine Vision? Was fühlt sich denn für mich richtig an? Wo kann ich denn aufbrechen? Wo kann ich Gutes tun? Wo kann ich was für die Gemeinschaft zurückgeben? Und ja, das kann man jetzt als Weltgemeinschaft sehen, das kann man aber auch ganz im Kleinen sehen. Ist es denn richtig, immer nur für mich zu sein? Wir alle merken, dass ab einem gewissen Alter kommt dann vielleicht doch der Drang nach Familie. Ich wollte nie Kinder haben und vor 5 Jahren habe ich ein paar Kinder kennengelernt, auch aus dem Survival-Bereich, wo ich mir dachte, boah, wenn so Kinder groß werden können, dann kann ich mir das für mich auch vorstellen. Und ich merke, was es jetzt für eine Wechselwirkung einfach hat. Das, was ich meinen Kindern geben kann, was die Kinder mir aber auch wieder zurückgeben, das werden alle Eltern bestätigen können. Und das fühlt sich echt an, das fühlt sich richtig an, in diese wechselseitige Beziehung zu gehen. Und das kann man ausweiten, nicht nur in seiner eigenen kleinen Familie zu machen, sondern das auch mit anderen Menschen zu machen. Und dieses Wissen, das ich von vielen Jahren angefangen habe, aufnehmen zu dürfen, jetzt auch weiterzugeben, das ist genau die gleiche wechselseitige Beziehung. Und das ist unsere Absicht, das ist das, warum wir hier stehen,
warum wir so eine Sendung machen, damit wir Leute auf diesem Wege erreichen, dass sie vielleicht auch von sich aus sagen, hey, das hört sich gut an, ich spüre da was in mir, ich weiß es nicht genau, was es ist, aber es fühlt sich irgendwie danach an, das machen zu wollen. Und ich bin, ja, wie gesagt, durch ein paar Zufälle gekommen. Vielleicht ist der ein oder andere Zuschauer heute durch Zufall auf den Sender gekommen, wer weiß es. Und jeder hat, glaube ich, diesen Punkt irgendwann im Leben, wir nennen das oftmals Midlife-Crisis oder sonst irgendwas, wo oft die Kinder dann aus dem Haus sind und man das erste Mal sich mit sich selber beschäftigt, nachdem man dann sein Business und seine Familie abgehakt hat. Und dann kommt man von ganz von alleine irgendwann auf diesen Punkt zu sagen, ich möchte auch was zurückgeben. Und da merke ich einfach ganz intensiv, in die Richtung, wenn es in die Richtung gehen würde, dass wieder jeder mit weniger zufrieden ist, dann schafft die Welt auch uns zu ernähren, ohne dass wir sie kaputt machen. Und wenn wir da mehr ins gemeinschaftliche Denken gehen, gell, dass nicht jeder alles für sich selber haben muss, sondern dass man auch Dinge teilen kann, gell, wenn wir Gemeinschaften aufbauen, dass man einfach sagt, hey, wir teilen uns einfach alle zusammen, keine Ahnung, den Rasenmäher, keine Ahnung, irgendwas, ja. Gell. Und ja, je mehr man seine eigenen Fertigkeiten schult und merkt, okay, ich brauche nicht einmal mein Feuerzeug, um Feuer zu machen. Und das nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich einfach über Jahre hinweg geübt habe, wie ich denn aus den Ressourcen, die mir die Natur und Mutter Erde schenkt, ein Feuer entzünden kann. Und das kann jeder von uns hier, weil wir seit Jahren das machen. Ja, wir trainieren jeden Tag bestimmte Fertigkeiten, die uns frei machen. Weil wir sind plötzlich nicht mehr abhängig. Du hast es mal in der Sendung schön gesagt, wenn unser Bankkonto gesperrt wird, aus welchem Grund auch immer, dann sind wir nicht aufgeschmissen, weil wir wissen ganz genau, dass Mutter Erde in Fülle alles für uns hat. Und wir müssen es nur sehen und wir müssen die Fertigkeiten haben, es abzuholen. Und dann muss man es auch nicht mehr suchen, weil es ist überall Fülle. Und wir müssen nur, wenn wir irgendwo leiden in der Natur, unser Trainer sagt immer, wenn du leidest, dann hast du einfach noch nicht deine Fertigkeiten gut genug gemacht. Und ja, wenn wir da einfach in diese Richtung gehen, dann darf auch mal ein Winter kommen, in dem es mal ein bisschen zart wird oder hart wird oder jetzt in der aktuellen Situation, wo man merkt, boah, ich bin nicht mehr in meiner Mitte, weil ich habe gelernt, mein Schiff selber zu steuern und das Ruder in die Hand zu nehmen. Ich weiß, wie ich mit mir umgehen muss, mit meinen Fertigkeiten, kann ich selber diese Lage meistern. Und dann muss ich auch nicht jeden Tag 100 YouTube-Videos anschauen, die mich in meiner Meinung gerade bestärken, weil das Spannende ist ja, die Gesellschaft spaltet sich gerade enorm. Mhm. Und man hat kein Verständnis mehr für die andere Richtung, weil jeder immer nur das sucht im Internet oder an Nachrichten, was zu seiner eigenen Meinung passt. Und dadurch werden die Schützengräben immer tiefer. Und es wird immer schwieriger durchzudringen, weil jeder meint nur das Beste. Jede Gruppierung und jeder Mensch versucht, das Beste zu finden und meint, er ist auf dem richtigen Weg. Aber ich sehe gerade nur, dass es immer extremer wird. Und die, halt, ja, die maximale Ablenkung von sich selber. Ja, ja. Auch sich darin zu verlieren. Ja. Da hätte ich noch mal eine Frage auch an dich, Karin, wie sich das Thema Frausein auch verändert hat, gerade auch im Bereich dieses Survivals. Machen das jetzt auch mehr Frauen? Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sagt, naja, das ist ja eher so ein Männerding hier. Oder nein, ich glaube, wir Frauen auch, untereinander eben an solchen Ausbildungen. Ich habe den Eindruck, ich habe nicht so darauf geachtet, aber es ist auch in Meditationskursen so und in vielen Kursen haben ja die Frauen einen enormen Überhang. Ne? Mhm. Also die Frauen sind ja oft die treibende Kraft, um was Neues, also die Veränderung voranzutreiben. Mhm. Bei uns in den Kursen haben ein bisschen mehr Frauen als Männer bei uns in den Kursen. Ja? Genau, auch in der Jahresausbildung. Ja. Genau, ist auch so wieder, obwohl das ja jetzt scheinbar würde eine harte Nummer ist. Aber ist und es auch nicht dieses so, ne? Miteinander, weißt du, wir hatten ja auch natürlich durch Hollywood und durch die ganze Geschichte dieses Neid und weißt du, das wurde uns ja auch aufindoktriniert, was ja gar nicht in unsere Essenz eigentlich, was lebt man da eigentlich? So wirklich fundamentale Grundsätze, die Nico schon im Basistraining beibringt und eine ganz große Geschichte ist, nicht zu urteilen. Es ist super wichtig, nicht zu urteilen, sich nicht zu vergleichen und Fehler sind erlaubt, weil an Fehlern wächst man und man kriegt höchstens noch einen Applaus, wenn man Fehler macht. Ich fand es so schön, nicht nur eben, Fehler sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. In dem Sinn, das fand ich auch ganz schön, als ich mit meinem Kind, also mit meiner Tochter dann da war, so wirklich mal dieses Bewusstsein, dass ein Fehler auch was Wertvolles ist im Leben. Und ohne Fehler wächst man nicht, ne? Wenn immer alles gerade läuft,
an was kann man sich dann messen. Ja. Und da aber auch wieder wichtig, gell, wer dauernd den gleichen Fehler macht und nicht reflektiert, was das Leben einem für eine Aufgabe stellt, der wächst natürlich auch wieder nicht. Gell? Du kannst sehr viele Fehler machen und es wird nichts. Gell? Ja. Ja, umso spannender, desto mehr Fertigkeiten du hast, desto interessanter werden ja auch, sage ich mal, von wo auch immer die Aufgaben kommen, die passen sich ja auch witzigerweise den Aufgaben an, oder? Ja, und in dem Moment, wo du ein Thema erledigt hast, wo du es gemeistert hast, ein Thema, kommt dieses Problem, was du davor vielleicht mehrmals immer wieder hattest, kommt nicht mehr, weil du es gelöst hast. Mhm. Ja? Und ja, da merken wir aber auch, das haben wir auch von unserem Trainer ganz intensiv mitbekommen, gell, der jetzt in Neuseeland wohnt, aber der uns über Jahre hinweg in unserer Ausbildung gezeigt hat, dass man muss in die Tiefe gehen, um wirklich vorwärts zu kommen. Und wer immer nur so an der Oberfläche hinplätschert, als Beispiel kann ich nur sagen, ich will jetzt mal Feuerbohren lernen, danach will ich noch Vogelstimmen lernen, danach will ich noch Biwakbauen lernen und dann will ich noch Körbe flechten und Bogenbau und bla bla bla. Und immer nur an der Oberfläche kratzt, weil er 100 Sachen so ein bisschen mal angeschaut hat oder noch krasser, ich schaue mir ein YouTube-Video dazu an und meine dann, ich kann's, hab's aber noch nie gemacht. Ja, das ist dann das Extrem. Dann wird man nie in die Tiefe kommen, dann wird man nie wachsen können, weil es ist einfach nur eine Konsumieren auf andere Art, geistiges Konsumieren. Und da merken wir einfach, deswegen sind wir so begeistert, dass wir Jahresausbildungen aufstellen konnten, zusammen mit unserem Trainer. Und auch das gefällt mir so gut, es ist egal, wo du sitzt. Also es gibt einmal eine Online-Jahresausbildung, wo unser Trainer ein 12-Monats-Programm kreiert hat, wo du 12 Monate intensiv an dir arbeitest, an deinen geistigen Mindset-Fertigkeiten bis hin in die physischen Fertigkeiten, in Ernährung, gesunde Ernährung, in Fitness und so weiter, dass du wirklich dein ganzes Sein veränderst in eine neue Richtung hin und da über 12 Monate hinweg, egal wo du bist, einfach online über den Computer daran teilnehmen kannst und dann schickt er auch dich raus mit Aufgaben, die du dann draußen erfüllen kannst. Das ist der eine Teil. Und da kann niemand sagen, ja, aber ich wohne halt nicht in der Nähe vom Nico, deswegen kann ich nicht auf die Kurse kommen. Nein, du kannst online das buchen. Dann gibt es den zweiten Teil, wo du einfach sagen kannst, okay, wir bieten als zweite Hälfte zu diesen Online-Programmen bieten wir in Norddeutschland, in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich Kurse an. Wir müssen schauen, wie die jetzt aktuell stattfinden können, aber sonst im Notfall müssen wir es halt auch über Zoom-Meetings machen oder so, wo Kurse angeboten werden, wo auch Trainer, die mit Marian und mir im gleichen Ausbildungsjahrgang sind, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen, diese Trainings anbieten, wo man ein Jahr lang jeden Monat ein Wochenende rausgeht mit uns. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat, gehen raus in die Natur und trainieren, was ist in dieser Jahreszeit, wie kann ich meine Grundbedürfnisse stellen und in Harmonie mit der Erde leben und mit der Natur. Und über diese 12 Monate hinweg lernt man so viel, dass man wie die Karin zum Beispiel nach einem Jahr in die Wildnis, in die Natur rausgehen kann und 5 Tage dort draußen leben kann, ohne jegliche Hilfsmittel, also ohne Messer, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlafsack, ohne Zelt, ohne jegliche Hilfsmittel geht man raus und nach 5 Tagen holen wir sie wieder ab. Und dann bei der Karin war es so wunderschön in Skandinavien oben. Nach 5 Tagen sind wir wieder in die Wildnis gefahren, haben sie abgeholt und es brannte ein Feuer. Es stand ein Biwak, wo sie 4 Nächte warm drin geschlafen hat, obwohl es geregnet hat 4 Tage lang. Und es gab Essen, es gab Trinken. Sie hatte Werkzeuge aus Stein hergestellt, sie hatte Schnüre hergestellt und so weiter. Sie hatte Gefäße hergestellt. Und dann weiß man einfach, okay, man ist nicht mehr abhängig vom System. Man ist losgeschnitten von der Nabelschnur der Zivilisation, die einen ernährt, weil man selber für sich sorgen kann. Das war bei unseren Urvölkern, bei unseren Vorfahren waren das die Initiationen zum Erwachsenwerden, wenn du selber für dich sorgen kannst. Und das ist eben dieser zweite Teil. Und diese zwei Bestandteile, einmal die monatlichen Trainings, wo man rausgeht, und einmal der Online-Teil, man kann auch nur eins von beiden buchen, ist eben so genial, weil man über ein Jahr so in die Tiefe geht. Und das Besondere an diesem Kurs ist, im Vergleich zu allen anderen Survival-Kursen, die von vielen Schulen angeboten werden oder Jahresausbildungen, dass ich noch nie, und ich glaube, da kann der Marian und die Karin mich bestätigen, ich habe noch nie einen Anbieter gefunden, der einen Kurs anbietet, der ein Jahr lang geht, der mit so wenig Fertigkeiten so in die Tiefe geht, dass man sie wirklich kann. Man geht wirklich ins Detail und in die Tiefe. Und es gibt viele Survival-Ausbildungen, die dann schneiden die eben ganz, ganz viele verschiedene Themen an. Man hat ein ganz breites Bild an Fertigkeiten, die man gesehen hat und einmal gemacht hat oder vielleicht auch zweimal. Aber wenn du die fragst, kannst du ein Feuer bohren, obwohl du keine künstliche Schnur hast? Oder kannst du ohne Messer Feuerbohrset herstellen? Oder wie oft hast du schon bei Regen draußen geschlafen ohne Schlafsack und nicht gefroren? Dann sagen die alle, noch nie.
weil das halt zu oberflächlich ist. Und das ist keine Wertung, das ist nicht schlecht. Es ist nur anders und unser Fokus liegt halt in der Tiefe. Ja, schon beeindruckend. Nach einem Jahr dann echt 5 Tage allein in der Wildnis, das finde ich immer noch echt. Ja, aber ich wollte dazu noch sagen, was mir ganz wichtig ist bei dem Punkt, ne? Wir wollen jetzt nicht zurück in die Steinzeit, ne? Das ist ja nicht die Lösung. Aber was man ganz elementar lernt, ist, dass man keine Angst mehr hat, jetzt zu erfrieren oder zu verhungern. Das macht was mit deinem Unbewussten. Und das setzt sich frei, ne? Auch von irgendwelchen Restriktionen. Ne? Du bist da nicht mehr manipulierbar. Ja, weil dann kann, was weiß ich, die Regierung sagen, was sie will, aber du hast das Gefühl, ich kann überleben und ich bin da erstmal nicht manipulierbar. Mhm. Und das finde ich so wichtig, an den Punkt zu kommen, weil das erweitert auch deine Komfortzone und dann kann ich wieder kreative Lösungen finden für unsere Probleme in der Welt, weil vielleicht komme ich gar nicht auf die Idee, weil ich immer nur in den gleichen Bahnen denke, wie ich es gewohnt bin. Ne? Und dadurch unterstützt man natürlich auch wieder Regierungen und Länder, weil man vielleicht auch schaffen kann, einen Weg wieder, der zusammenführt, zu gehen oder wo man vielleicht schaffen kann, vielleicht auch die ganze Situation zu entspannen oder zu entlasten, weil man selber für sich selber schauen kann und nicht mehr, nicht mehr geführt werden muss, wie von seinen Eltern, gell? Sondern wir sind selber Erwachsene und können selber für uns sorgen und wir müssen, ja, brauchen niemanden, der für uns Entscheidungen trifft, sondern wir können das wirklich gemeinsam machen. Ja, ja, so ein, ja, erwachsen werden. Trifft es eigentlich auf den Punkt, gell? Ja, genau. Ja, schön, super. Dann danke ich euch, dass ihr ein Stück weit oder ja einen großen Beitrag dazu leistet, dass viele eben erwachsen werden können, auch im Einklang mit der Natur und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, wunderbar. Ich hoffe ja, dass wir möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwann mal live mitbekommen, mal wirklich in echt sehen können. Vielleicht irgendwann mal auf einen Kurs von uns. Man kann sich bei uns auf der Website survival-coach.com oder survival-coach.de kann man sich auch erkundigen, wo sind die Online-Kurse zu finden von unserem Trainer. Man muss gar nicht zu uns gehen. Man kann auch nach Amerika rüberfliegen zu unserem sozusagen Urlehrer, unserem wirklich Vorfahren, der das alles weitergegeben hat, dieses Wissen an die nächsten Generationen. Das muss gar nicht sein, dass man jetzt zu uns kommt, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wo man diese Linie, aus dieser Linie sich Informationen holen kann. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn man vielleicht den einen oder anderen mal sieht. Super, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen, vor allen Dingen eben im Einklang mit der Natur, raus aus der Angst. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.